Alter, wie seid ihr da hochgekommen? Springen. Danke. Ja, man kann dann halt am Haus hochspringen. Ich komm nicht hoch, meine Fresse. Ja, mit Mega ist das ein bisschen schwierig. Ich bin einfach zu blöd dafür, glaube ich. Moin ihr anderen da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Destiny 2. Wieder dabei ist der Finn. Moin. Und wir haben einen Special Guest. Wo hüpft er denn rum? Da hinten. Der Schammer. Hi. Hi. Er ist schon etwas länger dabei als wir beide hier. Ein bisschen. Ja, wie lange spielst du jetzt Destiny? Seit der Beta Destiny 1. Das ist eine Weile. Oh, das lange. Okay. Wir haben... Achso, eine Sache noch... mehrere Sachen noch vorneweg. Erstmal haben wir einen Clan. Also zumindest Finn und ich. Schammer scheint einen anderen Clan zu sein, habe ich schon gesehen. Mhm. Da muss er jetzt nicht extra wechseln. Das wäre ja Quatsch. Und da möchte ich gleich mal aufrufen dazu. Alter, wer Bock hat, hier mitzuzocken, gerne sich melden. Mein Discord ist unter dem Video verlinkt und auch auf meinem Kanal. Da könnt ihr gerne ein bisschen schreiben. Ich bin da auch immer dabei. Ich antworte euch dann auch. Und dann kann man vielleicht mal auch irgendwann einen Raid machen, wenn wir 6 Leute zusammenkriegen. Das wäre auch mal nice. Dann eine weitere Sache. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe jetzt meine 50 Abonnenten voll. Das ist für mich eine Riesensache. Es ist jetzt natürlich nicht wie bei einem Gronkh oder einem Ungespielt in den paar Millionen Abonnenten. Da ist mir bewusst. Auch für mich sind 50 Abonnenten halt schon. Ich freue mich da. Also vielen Dank, dass ihr immer so einschaltet und am Ball bleibt und mich abonniert. Das freut mich. So. Dann haben wir hier einmal Eva Lavente. Es gibt ein Event jetzt, was 2 Wochen circa da sein sollte. Das ist hier aufgebaut. Da quatsche ich jetzt mal hier diese Eva an. Oh, eine Russin. Was wir haben, einschließlich der Hüter, die uns beschützen. Ich habe mit Alter, die quatscht da lange. Dieses Jahr haben ja. Wir etwas ganz Besonderes. Die Feiertage sind hier. Kriegt man einen Helm, cool. Deine inspirierenden Geschichten ehren können. Geh und erlebe deinen Ruhm erneut. Okay, wir haben eine Quest bekommen und einen Helm. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, levelt man den Helm, wenn man den jetzt anzieht, ne? Da sind Aufgaben drauf auf dem Aufgaben, Band. Ja, also, genau. Aufgaben. Wenn du drüber gehst, dann siehst du, was du machen musst. ELZ-Durchlauf. Was ist ELZ? ETZ ist europäische Landezone. Luftzone. Ah, okay. Das ist ein Event quasi. Ach, das ist das. Okay. Präzisionstodesstöße und Gefallene besiegt. Aber ich muss die tragen oder muss ich nur im Inventar haben? Du musst die tragen, wenn sie nicht ausgerüstet ist, zählt es nicht. Alles klar. Auch hat 1020 Power Level. Cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir das auch in Angriff nehmen, oder? Dass wir mal hier in die europäische Luftzone uns begeben. Ja. Ich hatte Finn gerade nochmal zum Truppenführer ernannt, weil er irgendwas nachgucken wollte. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hatte. Also? Irgendwann im Gespräch. Also, ja, dann starte ich das mal eben. Genau, fliegt uns mal hin, dahin. Schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. So, unterwegs zur europäischen Luftzone. Ich bin mal gespannt, ich kenne das auch noch nicht. Das scheint es schon letztes Jahr gegeben zu haben. Mhm. Ich also ist doch mal so ein Event. Lass es mal auf mich zukommen hier. Wahrscheinlich, wie üblich, einfach ballern. Ja. Gegner killen. Wer hätte es gedacht? Ja. Wir sind Minibossen. Ein paar Minibosse. Die man töten muss. Und für einen Miniboss, erscheint am Ende ein großer Boss, den hat man auch kein Zeitlimit, den muss man töten und dann erscheint pro Miniboss, den man getötet hat, 7 Kisten. Da hat man 10 oder 6 Sekunden Zeit, sich einzuprägen, wo die sind. Und dann verschwinden sie und man muss dann sie suchen. Oh, alles klar. Okay. Gucken wir mal, das hinkriegen. So. Schon mal nice gemacht. Es ist jetzt nur so ein Eventgebiet, oder? Also das gibt es halt... Nur ein Eventgebiet. Das ist jetzt in 3 Wochen wieder weg. Ja, ist klar. Da ist schon mal ein Boss. Mini-Boss.
Boah, Alter, greif mich einer von hinten an. Da müsst ihr immer so gucken, wo die nächsten sind, wo die Markierungen sind. Ja. Jetzt hier oben. Da kann man sich immer so, weil zwei gleichzeitig sind immer da, da kann man sich immer so ein bisschen aufteilen. Alter, wie seid ihr da hochgekommen? Bringen. Danke. Ja, man kann dann halt am Haus hochspringen. Ich komm nicht hoch, meine Fresse. Ja, mit Mega ist das ein bisschen schwierig. Ich bin einfach zu blöd dafür, glaube ich. Jetzt bin ich ja wieder hier. Jetzt ist auch auf dem Dach. Der zweite spawnt jetzt wahrscheinlich auch gleich hier, ne? Okay, dann renne ich halt mal darüber. Habe ich einen übersprungen. Kein Problem. Frage ist, komme ich von hier überhaupt darüber? Ah, hier hinten ist auch noch einer. Jetzt genau, der ist hinter euch gespawnt. Ich renne mal zum nächsten, zweiten ein. Hä? Was ist das für einer? Ach, der war unsichtbar, glaube ich. Also hier kann man auch einen Sparrow fahren. Nicht so sicher. Warum jetzt habe ich keine Muni mehr? Kommst du wieder hoch? Nee, stürzt mich jetzt runter. Güter gefallen. Hey, ich check grad nicht. Oh, der Bus war gerade weg. Ey, da regt mich gerade auf, ne? Man muss sich so ein bisschen an die Wege gewöhnen. Die sind ein bisschen verwinkelt. Ich habe viel zu lang für den gebraucht. Ja, ja, okay. Hey, hier war doch auch gerade noch ein Weg. Ach, da ist noch ein Wegpunkt. Sechs Stück ist schon gut. Kann man ja eigentlich das ja, Motorrad benutzen. Ja. So. Nehmen wir mal eine Transmutation mit. Ah, stimmt. Ich habe voll vergessen, Alter, weil die Aufnahme jetzt schon lange her war. Wir haben ja Rattenkönig. Könnten wir auch mal testen. Nochmal. Haben wir uns schon getestet? Hast du den auch? Rattenkönig? Mhm. Ja. Aber warst du nicht zufällig dabei, oder? Nee, dabei nicht. Boah, zu dritt wäre das ja mega nice. Das stimmt. Also, der ist ausgerüstet. Bei dir? Ob ich die auch ausrüsten soll? Achso, ich habe ihn auch gerade noch nicht ausgerüstet, warte. Könnten wir mal probieren. Ich rüste ihn aus. Okay, aber dann müssen wir nebeneinander stehen, ne? Ja, relativ nah. Muss ich hier mal die Waffe wechseln? Dann komme ich mal zu dir rüber. Genau, ihr müsst hier ins Stadtgebiet, da ist so
So ein riesen Servitor. Na da. Oh. Oh ja, stimmt, die macht einen unsichtbar. Super, er ist schon tot, wo ich angekommen bin. Nee, nee, der Teleport wird nicht mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich renne euch nur hinterher. Ja, man muss schon beeilen. Was habt ihr es denn so eilig? Okay. Ich glaube, ich wechsle Rattenkönig wieder. Aber wir sind eh nicht nebeneinander. Bringt ja nichts. Okay, Questschritt haben wir abgeschlossen. Tödlicher Absturz. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Event-Quests war. Müssen wir uns jetzt nicht merken, wo die sind. Nee, nee, die ist hier. Und jetzt, wenn die aufmacht, kommt, steht links oben erscheinen in, da muss man schauen, wo die circa stehen. Okay. Da drüben alle. Ah, nee, alle hier verteilt. Hier ist eine. Ich bleib mal bei einer, bei der hier stehen, wo ich bin. Damit ihr wisst, wo die ist. Die wird für alle geöffnet. Ach so. Die kann schon weiterlaufen. Alles klar. Ach so, okay. Ich dachte, man hat etwas länger Zeit. Oh, ich komme nämlich nicht auf das Dach. Ich weiß, hier hinten ist auch noch eine gewesen. Ah, da. Hä, wie komme ich da denn hin? Na, komm ich da hoch. Muss ich die von außen holen? Ah. Nee. Hä? Ah, hier oben. Ich habe noch eine. Ja. Und habe meine Ulti wieder verschwendet, weil ich wieder die F-Taste gedrückt habe. Ich wollte mir die auf eine andere Taste legen. So. 5 von 7. Ich sehe noch 2. 2 hast du noch? Sehr gut. Ja. Was für. Okay. Ach, wir haben auch nur eine bestimmte Zeit, die einzusammeln. Das ist ja auch noch ätzend. Also haben wir jetzt alles. Ja. Nice. Ast rein. So, gleich mal angucken, was wir uns hier. Keine Ahnung. Oh, der Helm ist auch schon fast. Voll gelevelt. Na gut, was heißt fast 5 von 50 Präzisionstodesstöße? Mann, bin ich gut. Wow. Ja. Wollte ich gerade abbrechen, dann startet der neue. Ey. Ich gehe da raus, ne? Dann fliegen wir zum Tod zurück. Genau. Ja. Also, was ihr eben gekriegt habt, es gibt einmal diese Pakete und einmal die Schlüsselfragmente. Okay. Mit dem Schlüsselfragment kannst du ein Paket öffnen. Also du brauchst 15 Stück, um ein Paket zu öffnen. Die Schlüsselfragmente kriegt man aber auch zum Beispiel durch Gambit, Strikes, PvP und so weiter. Alles klar. Für den Helm jetzt, den ich eben bekommen habe, ne? Vor dem Dings eben. Vor der europäischen Luftzone. Muss ich den in der europäischen Luftzone leveln oder ist es egal, wo ich den level? Also wo ich die Aufgaben mache? Es kommt davon, manche kannst du tatsächlich nur in der Luftzone machen. Was steht das halt steht aber, das steht aber da dann, okay. Wo du es machen musst. Alles klar, gut. Dann ist ja gut.
Dann sprechen wir noch mal gleich mit der Russin. Wir sind noch gar nicht da. Ich bin die ganze Zeit im Inventar. Ich dachte, wir wären schon am Turm. Die Ladezeiten sind wieder ein bisschen höher hochgegangen, ne? Ja. Ich weiß gerade auch nicht, was los ist. Oh, erst noch was trinken. Ist keine Werbung. Ich krieg kein Geld davon. Was ein cooles Schiff. Das war, wo wir Durchbruch gemacht haben, Finn. Da hat doch auch einer das Schiff gehabt. Das von Shower. Das wo ich schon? Ja, genau. Und das ist ein Standardschiff von der Vorhaut. Echt? Nichts. Ja. Ich fand das cool. Da ja, sieht doch cool aus. So drauf. So. Habe ich auch lange benutzt. Aber das war noch nicht alles. Und das hätte mich auch gewundert bei Destiny. Ja. Ich überfliege das nur, Leute, ne? Also wer das jetzt wirklich durchlesen will, der macht Pause. Alles klar. Das heißt, ein nächster Questschritt. Was sind hier diese Triumphmomente? Hier musst du meditieren, also hier in der Mitte. Okay, diese Triumphmomentprämien, ne? Wann bekommt man die denn? Erziehe Fortschritte beim Triumphmoment-Siegel und beanspruche Prämien. Ja, das ist ein, genau, beim Triumph-Moment, wenn du bei im Menü reingehst, wo dein Charakter ist, nach links, Triumphe, gibt es einen Triumph-Moment der 2020. Die kannst du dir angucken, was du dafür machen musst. Alles klar. Ja. Ach, ja. Okay, gucke ich mir irgendwann an. So, wir sollen jetzt hier meditieren. Genau, da kriegst du alle Rüstungsteile. Hat einer von euch schon mal meditiert? Also richtig? Irgendjemand hat das gestartet. Oh. Der Truppführer hat jetzt die europäische Luftzone gestartet. Scheiße, das ist ja, nämlich ich weiß nicht. Nebendran. Ich weiß nicht. Da war dann Quest-Symbol, ich habe einfach draufgeklickt. Ich kann nicht rausgehen, ja. Ich kann nicht weg. Ja, wir müssen nochmal neu landen und dann wieder zurückfliegen. I'm sorry. Deswegen ist tatsächlich in der Mitte. Hey, Finn, wo hast du das Schiff her? Ist das das, wovon du mir letztes Mal erzählt hast? Ja, das von Twitch Prime. Ah. Müsste ich vielleicht auch nochmal machen. Schon wieder vergessen. Ja, halte zurück zum Turm. Upsi. War keine Absicht. Ja, ich hab dich wieder zurückbefördert, ne? Das war mir nicht bewusst. Ja. Schön, Leute, ihr seht immer ein paar Ladebalken hier. Das ist das Spannendste am Spiel. Geheimtipp. So. Meditieren, ja, ich wollte eigentlich nur meditieren. Ich dachte, ich meditiere da. Aber da habe ich irgendwas gestartet. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Ach ja. Och, diese ständigen Ladebalken. Ja, dauert ein bisschen. Schreibe ich mir jetzt mal auf und dann schneide ich raus. Die Ladezeit. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Destiny, ich glaube, die Folge 55 ist das. Also, PvP müsst ihr auch gleich noch machen. Irgendwann. PvP? Ja. Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Nicht. Obwohl wir richtig gut abrasiert haben, Alter, muss ich schon sagen. Ja, das war nicht schlecht, tatsächlich. So, bevor ich jetzt wieder irgendwas drücke, was muss ich hier machen, um zu meditieren? Ja, also direkt vor die Statue stellen. Es steht auch da, meditieren. Ah, ja. Jetzt meditieren wir mal. Alter, da kriege ich ja gleich richtig viele Sachen. Die Brille war geil. So. Müssen wir alles anlegen, ne? Müssen wir heute Playlist Strikes, genau. Schmelztiegel Gambit, Sonnenwende-Paket. Ach hey. Ja. Das ist eine Menge.
Alter, aber einfach mal ein Komplettpaket, was man hier anzieht. Was kriegt man danach? Wenn du das also wenn du quasi alle Aufgaben abgeschlossen hast, also wenn du alle Aufgaben von den Rüstungsteilen, dann gehst du wieder meditieren, dann kriegst du eine legendäre Rüstung, 5 Teile direkt. Ach, schade, man kann auch nur eins davon tragen, ne? Wieso? Legendär ist Exotisch. Ach so, ja, alles klar, ich verwechsel die mal. Also legendär ist das Maximum, was du kriegst. Dann kannst du die noch aufleveln, dann kannst du so ein Rüstungsglühen. Aber das, ja. Okay, wir müssen auch nochmal in die Luftzone auf jeden Fall, in die europäische Luftzone. Also diese Sonnenwende-Paket, das sind ja echt nicht so der Burner. Hier kann auch blaues Zeug drin sein. Ja, eben, habe ich gerade bekommen, deswegen. Ich muss leere Sphären machen. Europäische Luftzone mit Jägerfokus? Nee, was sind das? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Da sind irgendwelche Symbole. Bei der Brustpanzer. Panzerweste, meine ich. Was sind das für komische Symbole? Bei den Aufgaben. Es gibt diese Sphären, wenn du es mit Solarschaden, also auch Waffenschaden. Na, die in der Mitte, verstehe ich. Unten links das Symbol, diese Explosionsteil da. Muss ich auf deinen Charakter gehen, weil es für jeden was anderes. Ach, jeder hat was anderes? Ja, ich sehe es nur beim Warlock. Was war bei Brust, hast du gesagt? Bei Brust, ja. Genau. Sammle Elementarsphären beliebiger Art in Aktivitäten und besiege Kämpfer in der europäischen Luftzone ausrüsten. Also Solarfokus ausrüsten und Elementarsphären ist vollkommen egal. Hä, dann siehst du was anderes. Als ich. Ich sehe das bei dir nicht, deine Aufgaben. Ich sehe nur drin, was bei der Beschreibung steht. Okay, nee. Da ist so ein. Das sind Elementarsphären. Alle, also Leere, Arcus, Solar. Und da musst du Gegner töten mit eins von beiden. Mit eins von allen drei, das ist egal. Und dann erscheint so eine Sphäre, die sammelst du ein. Das ist wie ein Orb, sowas. Ja, die Sphären verstehe ich. Das ist bei mir in der Mitte die Aufgabe, die zweite Aufgabe von drei. Aber unten habe ich halt so ein, ich glaube, das soll eine Explosion darstellen. Das ist nur Kämpfer besiegen, Feinde besiegen. Kämpfer in der ELZ besiegt, ist Aufgabe 1, aber Aufgabe 3 verstehe ich nicht. Das ist Kämpfer in der ELZ mit Solarfokus. Ja, okay. Also Solarfokus ausrüsten und dann... Alles klar. Super, okay. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Das heißt für euch Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Sonnenwende, ne? Ja, Sonnenwende weitermachen. Vielen Dank, macht's gut und ciao ihr beiden. Tschüss. Ciao.